Der Kanton Solothurn liegt im Mittelland und Jura zwischen den Kantonen Bern, Basel-Land, Aargau, Jura und dem Elsass. Mit einer Fläche von 791 Quadratkilometern ist der Kanton Solothurn der 16. grösste Kanton der Schweiz. Obwohl Fläche in diesem Zusammenhang wohl der falsche Begriff ist. Es gibt keinen Kanton, der so verzweigt ist wie der Kanton Solothurn. Die Aussengrenze erstreckt sich über 380 Kilometer. Die Verzweigungen gehen bis Dornach in der Nähe von Basel, weit bis ins Berner Gebiet und östlich bis nach Aarau. Die Exklaven Kleinlützel und Mariastein grenzen sogar ans französische Elsass. Und die Exklave Steinhof liegt im Kanton Bern. Der höchste Punkt im Kanton ist mit 1445 Meter Tasematt, eine Stelle auf dem Jurakamm bei Selzach. In unserem Kanton fliessen Taren und Dämme zusammen. Der Kanton Solothurn ist in 10 Bezirken unterteilt. Solothurn, Leberen, Buchegberg, Wasseramt, Olten, Güsgen, Thorneck und Tierstein. Und die wollen wir euch heute oben näher bringen. Die Stadt Solothurn, am Jura-Südfuss gelegen, ist der Hauptort von unserem Kanton. Solothurn wird auch St. Ursenstadt, Wengistadt, Ambassadorenstadt und schönste Barockstadt genannt. Der Name St. Ursenstadt gründet in einer Legende, wonach die beiden römischen Legionäre Urs und Victor wegen ihrem christlichen Glauben in Solothurn enthauptet worden seien. Die beiden gelten heute als Stadtheilige. Die St. Ursen-Kathedrale dominiert das Stadtbild und ist das Wahrzeichen der Stadt Solothurn. Der Name Wengistadt trägt Solothurn in Gedenken an Schultheiss Wengi. Der hat 1533 einen religiös geprägten Bürgerkrieg verhindert, indem er sich vor die auf die Protestanten am anderen Aarenufer gerichteten Kanonen gestellt und gesagt haben soll, wenn Bürgerblut soll fliessen, so soll meins zuerst fliessen. Solothurn ist nach der Religionswirre ein katholischer Ort geblieben. Seit 1828 ist die Stadt Solothurn übrigens offizieller Amtssitz vom Bischof von Basel. Und die barocke Kathedrale St. Urs und Victor ist die Hauptkirche vom Bistum. Von 1530 bis 1792 war Solothurn Sitz der französischen Ambassadoren in der Eidgenossenschaft. In dieser Epoche hat Solothurn den Namen Ambassadorenstadt und eine prachtvolle barocke Architektur zu verdanken. Solothurn hat eine spezielle Beziehung zur Zahl 11. Und dieser Ursprung geht bis ins Mittelalter zurück. So ist zum Beispiel Solothurn 1481 als 11. Kanton in die Eidgenossenschaft aufgenommen worden. Weiter gibt es in dieser schmucken Barockstadt 11 Kirchen und Kapellen, 11 historische Brunnen, 11 Stadttore, 11 Stadtplätze, 11 Museen, 11 Türme und sogar eine Solothurner Uhr, die nur 11 Stunden hat. Die St. Ursen-Kathedrale birgt 11 Altäre, 11 Glocken und die imposante Freitreppe hat jeweils 11 Stufen pro Abschnitt. Eine lokale Brauerei heisst Elfi-Bier. Elfi, das ist 11 in Solothurnisch. Und die produzieren eben das Elfi-Bier. Und übrigens das Solothurner Bataillon der Schweizer Armee, das Infanteriebataillon 11, trägt ebenfalls Nummer 11. Hast du das gemacht? Schön reinreden, so. Wir sehen heute oben die Trachten von unserem Kanton. Die hier sind Solothurner Festtagstrachten. Es steht für. Es hat Töchtertrachten mit einem roten Rock, zusammen mit einem roten und einem hellen Brustplatz und einem Spechelhut. Der quergestreifte Taffenschutz gehört auch dazu.
Sie ist eigentlich die offizielle Tracht des Kantons Solothurn. Wir schicken die auch, wenn es Ehrendamen braucht, die den Kanton vertreten. Aber aufpasst, man sagt, das sind die Tracht von der Lediger. Aber es stimmt dann nicht gern. Sie ist schon manchmal am roten Röckchen nachgelaufen und sie ist dann eben vergeben gewesen. Frauentracht. Wenn man verheiratet ist, hat man die schwarze Tracht gehabt, mit dem Blisierkorb. Und am neckischen roten Pfaff, wo man vorkommt. Es hat eine hüne Dachenschurz an. Und ein wunderschönes altes Teil trägt dazu. Der Solothurn-Trachtenmann hat aus schwarzem Wollentuch eine Tracht. Das rote Gilet, das er trägt, das ist zum gleichen Stoff gemacht wie die Töchter eine Tracht. Dazu trägt er ein weißes Hemd und ein gesticktes Krawattli. Tut Miss Barbara noch ablösen? Jawohl. Die schwarze Tschöpli-Tracht, die Vreni trägt, wird vorwiegend zu kirchlichen Anlässen wie Hochzeiten, Taufe oder Beerdigungen trägt. Und immer mit dem Hübli. Auf dem Baumberg. Der grosse Stolz von uns Solothurnerinnen ist der Schmuck, den wir tragen. Entweder ist es ein Filigrankreuz oder eben ein Teli. Und ein Teli, das hat eine heilige und eine weltliche Seite. Meistens sind das auch Familienerbstücke, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Bezirk Thal ist ein ländlich-katholisches Tal zwischen der ersten und zweiten Jurakette, was auch den Namen Thal erklärt. Der Bezirk hat eine Fläche von 139 Quadratkilometern. Hauptort ist Ballstall und die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil verfügt mit 35,5 Quadratkilometern über die grösste Gemeindefläche. 2008 hat der Bezirk Thal sich als eine der ersten Regionen der Schweiz um einen Naturpark von nationaler Bedeutung verdorben. Der geplante Park deckt sich mit dem ganzen Bezirk Thal. Grundlage für die Bewerbung ist das vorhandene Potenzial aus Natur und insbesondere vom Wandertourismus entlang der Höhenzüge vom Thaler Jura. Thank you.
Der nächste Bezirk auf unserer Reise durch den Kanton Solothurn ist das Wasseramt. Zum Wasseramt gehören 21 Gemeinden und der Hauptort ist Kriegstätte. Der Name leitet sich von den früheren zahlreichen Bächen in dieser Gegend her. Außerdem weist das Wasseramt ein ausgedehnte Grundwasservorkommen aus. Zu erwähnen ist sicher auch der Burgäschisee. Er ist mit 0,2 Quadratkilometer der grösste See bei uns im Kanton Solothurn. Wobei, wir müssen zugeben, etwa ein Drittel von der Wasser- von der Seefläche gehört eigentlich den Berner. Der Wasserbodensetzung liegt auf dem höchsten Punkt des Wasserrands auf 552 Meter. Die Aussichtsterrasse auf dem Turm oben bietet einen herrlichen Rundblick in die Gegend. Der Wasserturm ist 1930, 1931 gebaut worden, damit Feuerwehren bei Einsätzen im äußeren Wasserrand auch bei grossem Verbrauch genügend Wasserdruck haben. Heute sichert der Wasserturm die Wasserversorgung von verschiedenen Gemeinden im Wasserrand. Die klar über dem Kantonsdurchschnitt liegende Bevölkerungsdichte deutet auf eine industrialisierte Region her. Einzelne Gemeinden, vor allem Gerlafingen, Biberist, Derendingen und Zuchwil, weisen einen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil auf. Thank you.
Der Bezirk Lebern besteht aus der Stadt Grenchen und ihrer Umgebung. Grenchen ist auch der Bezirkshauptort und die zweitgrösste Stadt im Kanton. Grenchen nennt sich auch Technologiestadt im Grünen. Die Stadt am westlichsten Zipfel des Kantons ist bekannt für ihre Uhrenindustrie, die seit über 150 Jahren dort ansässig ist. Eterna, Etta, Fortis, Breitling sind nur ein paar Beispiele für die in Grenchen noch heute starke Uhrenindustrie. Mit seinen Berufsbildungsstätten, dem Technikum und der Uhrmacherschule ist Grenchen auch ein wichtiger Bildungsstandort. Der Airport Grenchen mit seinen gut 85'000 Starts und Landungen jährlich, die Autobahn A5 und die Eisenbahnhauptlinie am Jura-Südfuss verbinden Grenchen mit der näheren und der weiteren Umgebung. Wir zeigen euch hier unsere Wertungs- und Arbeitstrachten. Sie gelten wieder für den ganzen Kanton, mit Ausnahme von der Region Buchenberg. Es handelt sich um eine sogenannte Gestelltritracht. Das heisst, sie ist aus dem gleichen Stoff und ist hier zusammengenäht. Der Oberteil, den wir mit schönen Bäumen verzieren. Es gibt sie in drei Farben. Es hat eine braune Hand. Sie ist eigentlich die seltenste. Das Helle. Es hat eine blaue Tracht an. Der Heidi. Es hat die rote Tracht an. Das ist zur Zeit vor vielen Jahren und Jahrzehnten lang die Tracht, die man in unserer landwirtschaftlichen Schule am Valierenhof gemacht hat. Früher war sie aus Halbleinen gesehen. Jetzt sind wir dazu übergegangen, den Rock also ein bisschen aus pflegeleichterem Stoff zu machen. Und schlussendlich haben wir noch einen Wertungstracht am Haar. Er hat eine blaue Bluse, die aus dem gleichen Stoff gemacht wird, wie die blaue Tracht. Ebenfalls wird sie verziert mit schwarzem Bäumenstiel. Als nächstes erleben wir eine Uraufführung. Der Solothurner Volksschriftsteller Josef Reinhardt hat von 1875 bis 1957 gelebt. Und unter anderem auch den Text für das Liedli «Gigeli, Gigeli, Brotisbein» geschrieben. Die Kindertanzgruppe zeigt euch diesen Tanz als Kamu. Unterstützt werden die Kinder von unserer Musik und dem Kantonalchor. Im Anschluss daran können auch ihr aktiv werden und mitmachen. Wir singen gemeinsam mit euch das Lied «Heimatvogel», wo der Text ebenfalls von Josef Reinhardt ist. Für die, die das Lied nicht kennen, ist der Text auf dem Blättchen, der bei euch auf den Tischen liegt. Und das Hedi kommt uns jetzt helfen, dass wir hier ein bisschen, also dann beim Lied erst, dass wir dann hier ein bisschen miteinander singen. Aber zuerst jetzt die Kinder.
Thank you.
Jetzt kommen wir zum Lied Heimatvogel. Ihr könnt also mal ein Blättchen in die Finger nehmen. Vielleicht können wir ein bisschen Licht machen im Saal, damit ihr es auch lesen könnt. Und Hedi Kienast würde ich auch das Zepter übernehmen. Das Wochenende hier zu Gast sein, liegt im Gäu. Mehr dazu erzählt uns gerade ein Einheimischer. Wir begrüßen bei uns ganz herzlich den Gemeindeamt von Neuendorf, den Herrn Paul Stöckli. Liebe Trachtenfrauen, Trachtenmänner, im Namen der Behörden und selbstverständlich vom ganzen Gäu heißen wir euch recht herzlich willkommen. Durch den Schweizerischen Tanz- und Sicherheitskurs hier in Neuendorf. Das Gäu besteht aus 8 Gemeinden. Es ist vor über 500 Jahren, und zwar am 1463, im Sommerlohnestand angeschlossen worden. Neuendorf selber liegt mit im Gäu, im Herzen des Gäu. Das Gäu ist gegliedert
ins Berggläubigen-Gemeinde, Wittelgäubigen-Gemeinde und Aargäubigen-Gemeinde. Das sind die acht Gemeinden. Neuenhof-Selbe ist ähnlich wieder. Wir haben im Norden, die in der Schweiz angesiedelt hat, in der Mitte wohnen wir und im Süden haben wir den Wald mit dem Naherholungsgebiet. Neuenhof ist ursprünglich urkundlich das erste Mal an 1423 erwähnt worden. Es ist entstanden aus Seewiler, Zwerg im Osten und Kipp im Westen, wo von der Kugel zerstört worden ist. Und jetzt drin hat man sich gefunden, eben zum neuen Dorf. Wir haben 1716 Hektar Gebiet, wo hier etwa ein Drittel Wald ist, wo im Sitz von der Bürgergemeinde sich befindet. Weiter hat Neuendorf oder das ganze Neu zwei Eigenheiten, der Nie und der Nebel, das sind die ältesten Geier, wie man sagt. Das heisst auch, wir haben viel Nebel da, wobei in der letzten Zeit auch nicht mehr so schön wie vor Jahren. Ich hoffe, ihr habt euch in Neuendorf heute schon einen schönen, angenehmen Tag gehabt. Ich wünsche euch, dass ihr morgen, wo angenehme, erschwierige, lehrreiche Tag heute erleben und wenn ihr Zeit habt und Lust habt, euch ein bisschen Dorf zu bewegen, denn es ist ein schönes Dorf, es ist von ländlich-bürgerlichem Charakter zum ländlich-bürgerlichem Charakter angewachsen. Wir haben rund 2000 Einwohner, also für 2000 warten wir immer noch. Gestern habe ich von der Gemeinde nachgefragt, wir haben genau 1900 45 Einwohner im Moment schon. Das Kaffee, das wir euch zum Nachtessen oder nach dem Nachtessen offeriert haben, haben wir selbstverständlich sehr gerne euch offeriert. Und ich hoffe, dass wir gefallen haben in Neuendorf. Und wer weiß, vielleicht ein anderes Mal, wenn wir wirklich begrüßen bei uns. Schönen Abend und schönen Tag. Wir werden natürlich bei dieser Gelegenheit dem Herrn Paul Stöckli und der Gemeinde Neuendorf für das Kaffee, das ihr schon habt, geniessen. Ich hoffe, ich kann meins schauen. Herzlich, wirklich herzlich danken. Merci so wohl. Da mir gesagt hat, dass man zuhinterst nicht lesen kann, was auf unserer Videowand steht, und ich das in Zukunft einfach noch geschwind erwähne, damit das alle gleiche Recht haben. Bereitgestellt hat sich die Trachtengruppe Neuendorf, also auch die Einheimischen. Sie tanzen eine englische Melodie, heisst «A Pint Bitte» von Daniel Rötlisberger. Und die Choreografie ist noch fast ganz neu von Kathi Uzi Winkelmann. Thank you.
einem wichtigen Brauch im Solothurnischen, zur Fasnacht. Die Solothurner Fasnacht fällt nicht wie andernorts am 11.11. an, sondern immer am 13. Januar am Hilaritag. Ab diesem Tag heisst Solothurn Honolulu und die Rothausgasse ist Desselsgasse. Die Fasnachtswoche selber fällt in der letzten Woche vor der Fastenzeit an. Der Auftakt ist also am schmutzigen Donnerstag. Am Morgen um 5 Uhr wird auf dem Friedhofplatz das Startsignal zur Kessler gegeben. Und die Altstadt in der Folge mit Klängen von allerlei Lärmwerkzeugen erfüllt. Aus dem wird Nachthemli, Zipfelmütze und ein rotes Halstuch getrennt. Weitere Höhepunkte an der Fasnacht sind der Kinderumzug sowie zwei weitere Fasnachtsumzüge am folgenden Sonntag und Dienstag. Die Solothurner Fasnacht endet mit dem traditionellen Verbrennen vom Böck am Aschermittwoch. Die Fasnacht wird aber nicht nur in der Stadt Solothurn zelebriert, sondern auch in vielen anderen Regionen von unserem Kanton. In früheren Zeiten ist am Schluss des Fasnachtsballs der Cherus getanzt worden, ähnlich wie zum Beispiel der Appenzeller Cherus. Die Kindergangstruppe zeigt euch jetzt den Cherus im Gäu. Anschließend machen wir die ca. 30-minütige Pause. Aber keine Angst, das wird euch nicht langweilen. Unter der Leitung der Volkstanzkommission und dem Hedi Kienasch wird während der Pause zusammen getanzt und gesungen. Thank you.
als die Tücher erzählt habe. Das wäre es jetzt gewesen, unser Endpausensignal gekesselter. Wir gehen weiter im Reiseprogramm. Der nächste Bezirk heisst eigentlich Buch-Eckberg und ist ein ländlich-protestantisch geprägter Landstrich, der auf drei Seiten vom Kanton Bern umschlossen ist. Im Mundart sagen wir einfach Buchiberg. Nur gerade 5 von den 21 Gemeinden im Buchiberg grenzen nicht an Kanton Bern. Der Name Buchiberg stammt von der hügeligen Landschaft und den ausgedehnten Buchenwäldern. Grosse Gemeinden sucht man vergebens im Buchiberg. Insgesamt leben 7200 Einwohner auf einer Fläche von 63 Quadratkilometern. Das sind etwa gleich viele Einwohner, wie die Gemeinde Biberist alleine zählt. Oder durchschnittlich 350 Einwohner pro Buchiberger Dorf. Das Schlössli Buchegg, auch Buchischlössli genannt, ein einfacher Turmbau mit einem Walmdach, ist 1546 unter der Solothurner Herrschaft an der Stelle der ehemaligen Burg Buchegg gebaut worden und hat am Anfang als Gefängnis gedient. Heute beherbergt der Turm das Heimatmuseum vom Bezirk Buchegg-Berg. Im ehemaligen Burggraben bei Buchischlössli wird jeweils am Ostersonntag der Brauch des Eierauflesens gepflegt. Ein rot-weiss gekleideter Läufer muss 80 Eier einsammeln und in einer Wanne am Ende der Reihe deponieren. Dabei legt er eine Strecke von insgesamt 3,2 km zurück. Sein Wettkampfgegner muss die gleich lange Strecke von Buchegg aus zur Kesslerschmitte und zurück zum Ausgangspunkt bewältigen. Durch das Thema inspiriert haben Kathi Uzi und Kathi Rüfenacht von der Trachtengruppe Buchiberg einen neuen Tanz geschrieben. Und wir kommen heute schon wieder zum zweiten Mal in Genuss von einer Uraufführung. In den Figuren dieses Tanz werdet ihr das Eierauflesen erkennen. Der Tanz Eierauflesen ist neu geschaffen von diesen zwei Kathi aus dem Buchiberg nach einer Melodie von Stefan Schwarz. Viel Vergnügen! Thank you.
vorhin gehört haben, sind wir jetzt im Buchenberg angelangt. Übrigens, Buchenberg, das sind ja die jüngsten Solothurner. Sie haben auch hier ganz eigene Trachten, die halt denen erklären wird, ganz gut gelingen. Sie haben eine Rechtungstracht, ganz schön. Da das Farben zu lesen, können wir lernen mal. Dafür sind ihr ein Gärtchen hier. Sie können sich schützen und mit einer Hauttropfen festmachen. Farben dürfen Sie nach Wunsch und Freude auslesen. Da haben wir eine Abzeitierende Ausgangstracht, der mit dem anderen dazu. Die Ausgangstracht gibt es auch in diversen Farben. Männer, Gilet, Thomas, genau, die Frau, der Schutz vom gleichen Stoff macht man das. Selda, das hat ganz ein Folderig nachgekommen. Es hat das Winterbienenrand zu dieser Ausgangstracht und es hat eine besonders schöne Farbe. Die steht hier so wunderbar, ich kann es aber nicht genug anschauen. Das ist die Festtagsnacht von der Buchenberger. Und viele von euch werden jetzt denken, das ist ja eine Bärentracht. Das ist gar nicht wahr, wenn man es nämlich weiss. Sie haben nie den Bogen nach oben, nicht nach oben. Und hinten nach dem Feld haben wir nämlich etwas. Buchenberger, da steht ein Säckchen, das die Bärner haben. So, Rey ist erst von der Ausgangsnacht gekommen, das habe ich vorhin vergessen. Die haben ganz ein Herz, sind sie hier in ihrem Säckchen. Sie sehen, ein Herzförmiges. Als nächstes zeigt nochmal die Trachtung auf den Buchenberg, der Tanz aus lauter Freude nach der Melodie «Liertag» von Daniel Rötlisberger. Thank you.
Bezirke Dorneck und Tierstein werden auch Schwarzbubenland genannt. Der Ursprung des Namens Schwarzbubenland ist unbekannt. Deutungen dafür gibt es aber einige. Eins sei die schwarze Tracht oder eine früher bestehende Tendenz zum Schmuggeln, wo den Leuten in dieser grenznahen Region immer noch gesagt worden ist. Ursprünglich haben die Wohlhabenden und Ehrbaren nachtaktive Gesindel Schwarzbuben genannt. Und in der waldreichen Region hat es seinerzeit eben etliche Buben gegeben, die sich mit Wildern und Schmuggeln einen Batzen verdient haben. Der Schimpfname Schwarzbub ist von den sogenannten später positiv umgemünzt worden, weil das Überlisten von der Obrigkeit hat zu keiner Zeit als etwas Schlechtes gegolten. Eine weitere Deutung ist konfessioneller Art. Während die Reformation im benachbarten Kanton Basel-Land Einzug gehalten hat, ist seit dem Mittelalter zum Kanton Solothurn gehörende Schwarzbubenland zusammen mit seinem Kanton katholisch geblieben, womit der Übernahme vielleicht auch von den Basler erfunden worden ist. Nehmen wir hin oder her, das Schwarzbubenland ist in Baselbiet bekannt für die feinen Krisen. Wir gehören als nächstes den Trachtenchor Tierstein mit dem Lied «Am Dorfbrunnen». Ja, Bonne, 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 Bonne
haben ganz eine eigene Festtagstracht. Der markanteste Unterschied zu der übrigen Solothurner Festtagstracht ist ihr schön gestecktes Schultertuch und das ganz spezielle Hübli. Alle die, die Trachten aus dem Jura kennen, können auch ganz gute, grosse Ähnlichkeit feststellen. Das ist klar, sie sind eben Erdenberg in der Jura-Region daheim. Sie können die Festtagstracht haben, als blau, das Etikett sind grün, die Schultertuch, das macht man passend zum Rock. Und dann haben wir noch das Mirtag, das trägt sie schwarz. Und weil es halt auch etwa dort mal kalt ist und älter wird, darf das die engen schwarzen Ärmel dazu tragen. Eine sogenannte Wintertracht. Dann haben wir ganz etwas Spezielles. Eben der schwarze Bub. Da. Hast du geschmuggelt? Oder was hast du gemacht? Ah ja, das sagst du. Am Pausentracht, das ist die jüngste Solothurner-Tracht, die haben wir erst in den 90er Jahren kreiert, zwar nach Vorbild von der alten Pratik. Der Pratik, das ist so ein Kalender, ein Jahreskalender. Und der Vordruf war das Bild vom Schwarzbub, er heisst übrigens auch gerade so, der Kalender. Und der Hut ist so das Typische von diesem Schwarzbub. Bis jetzt ist der Paul zu den Kampf und zählt zum Stück. Ich hoffe, es bleibt nicht anders, aber der Mensch ist klar. Als nächstes zeigt euch die Tanzgruppe vom Schwarzbubenland. Sie sind aus mehreren Tanzgruppen zusammengesetzt. Der Mädchen Putzi. Vielleicht denken ihr jetzt, ja, den kennen wir. Aber für heute Abend haben wir eine Bühnenversion, die sie uns zeigen.
Gruppen aus dem Schwarzbubenland verteilen euch jetzt ein Versucherli. Es ist ein ähnliches Brötli aus dem Schwarzbubenland. Währenddessen gehen wir weiter in die nächste Region, ins Niederamt. Im östlichsten Teil des Kantons Solothurn liegen noch die Bezirke Olten und Gösgen mit 26 Gemeinden. Die Region zwischen Olten und Aarau wird Niederamt genannt. Ein Niederämter findet immer Heim. Er muss nur den hohen Dampfsäulen vom Kernkraftwerk Gösgen folgen. Im Niederamt liegt zum Beispiel die Gemeinde Schönewirt, die durch die ehemaligen Ballischuhfabriken weltweit bekannt war. Nur drei Dörfer weiter, Aaren aufwärts, zwischen der Engelbergkette und der Aaren liegt Tuliken. Der Engelberg ist ein rund 4 km langer und am Fuß 2 km breiter Bergrücken. Auf dem Säli, am westlichsten Teil dieses Bergrücken, befindet sich das bekannte Säli Schlössli. Außerdem steht seit 1974 auf dem Engelberg ein 110,6 Meter hoher Sendeturm für Richtfunk und UKW. Der Kantonalchor und der Trachtenchor von Tierstein singen euch jetzt das Lied Wilde Rosen von Robert Kiesling von Duliken. Jugend.
Die Stadt Olten wird auch drei Tannenstadt genannt und ist die grösste Stadt bei uns im Kanton mit rund 17.400 Einwohnern. Die drei Tannen hat Olten übrigens auch im Wappen. Seit jeher ist Olten eine typische Eisenbahnerstadt und noch heute ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Aufgrund der zentralen und verkehrsgünstigen Lage im Herzen der Schweiz ist Olten beliebt als Tagungsort, als Dienstleistungs- und Bildungszentrum. Trachtengruppen aus dem Niederrand, das sind Olten, Gösgen, Duliken, eine, und Trimbach, zeigen euch jetzt den Tanz am ARG, wo die Musik von Hans Zahn ist, die ihr dort am Akkordeon seht. Die Choreografie ist von André und von Hilda Saladin von Olten.
Fraktion aus dem Niederamt haben wir euch bisher verschwiegen. In Niedergösgen wohnt der Hans Zand. Eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, vielleicht kann man Beleuchtung auf das Akkordeon machen. Wie kaum jemand anders hat der Hans, unser begnadeter Musiker und Komponist, den Solothurnischen Trachtenverband in den letzten Jahrzehnten geprägt. Genau wie seine Frau Beatrice, die jahrzehntelang als Tanzleiterin und auch zeitweise als Kantonaltanzleiterin tätig war. Auch heute sind Anlässe bei uns im Solothurner Trachtenwesen ohne Hans und Beatrice kaum denkbar. Und wenn es wirklich nicht geht, dann sehr ungern. Als Komponist hat Hans Zand in den letzten Jahren Musikstücke geschrieben. Und vor allem Solothurner und Aargauer Choreografen haben zu diesen wunderschönen Melodien schöne Volkstänze kreiert. Der ARG, den ihr vorher gesehen habt und die Musik von Hans gehört, ist von Hans. Und der nächste Tanz, der im Schlosshof, ist die Musik ebenfalls von Hans. Thank you.
Ja, genau. Jetzt darf ich alle Mitwirkenden am heutigen Abend, egal wo sie stehen, einfach den nächsten Aufgang zu mir auf die Bühne hinter mir zu nehmen. Wir sind immer noch beim Hans. Wir haben zählt. Auf 20 Volkstänze sind wir gekommen. Aber wir sind nicht hundertprozentig sicher, ob wir auch keinen vergessen haben. Alle die Musik zu all diesen Tänzen sind von Hans Zahnd. Und wir danken ganz vielmals für das tolle Erbe, das wir hier haben. Einigermaßen gebührend können würdigen und verdanken heute Abend. Deren Mitgliedschaft im Solothurn Trachtenverband ist Hans schon vor Jahren verliehen worden. Darum danken wir Solothurner Trachtenleute zusammen mit euch allen, die heute Abend hier sind, unsere Gäste, mit einem Geschenkli, einem Hans, für all das, was er uns gemacht hat. Und dann hat jetzt nicht nur der Hans etwas, sondern auch seine Frau, Beatrice, die vielleicht auch geschwind öfter zu mir führen kommen, dass er sie auch alle wieder mal gesehen hat. Für die, die noch nicht so lange Kantonaltanzleiter oder hier in diesem Gremium, in dieser Menge hier dabei sind, Beatrice war vor Jahren meine Vorgängerin. Jetzt brauchen wir noch eure Hilfe. Wir wollen jetzt nämlich ein Geschenk. Ist es ein Geschenk? Ja. Aber wir wollen Hans wirklich noch etwas ganz Spezielles bieten, das er noch nie hatte.
Wir machen immer Wellen. Da brauchen wir auch eure Hilfe. Wir fangen also hier einen im Saal an und hier einen auch. Das ist einfach wie beim Sport, da die Hände führen. Dann machen wir oh. Und wenn ich das Zeichen gebe, starten wir auf dieser Seite hier links. Vielleicht aufstehen, geht vielleicht ein bisschen länger als hier am Tisch. Merken Sie, es ist etwas eng bei euch. Also oh, da fangen wir dann an, wenn ich das Zeichen gebe. Oh. Voilà, danke vielmals. Also Wellen hat glaub, Hans wirklich noch nie gehabt. Ah, haben wir es nicht gegeben. Gut. Aber wir haben gedacht, Hans hat so Freude an Musik. Und wenn wir jetzt heute Abend so viele Leute hier haben, die uns beim Singen können verstärken können, haben wir gedacht, machen wir doch das. Wir haben ein Lied gesucht, das zum Hans passt. Und wir sind dann fündig geworden. Darum singen wir jetzt mit euch allen gemeinsam. Den Text findet ihr wieder auf dem Blättchen. Für Hans ein Kanon. Das Zepter zum Einteilen, wer mit wem singt, hat der Paul Stäbler. Und was? Der Kanon, wo wir jetzt hier singen, dass ihr wisst, welchen Text ihr nehmen müsst, heisst, und das ist so schön passend zum Hans, der hat sein Leben. Wir machen das ganz einfach. Wir machen zwei Abteilungen machen. Hier von der Mitte an, auf die Seite über, ist Gruppe 1 und die andere Seite wäre Gruppe 2. Wir singen Kanon einmal da vorne und dann, also ganz durch einmal und dann in zwei Gruppen. Setzt Gruppe 1 ein, in der Gruppe 1 vom Chor und dann Gruppe 2, in der Gruppe 2 vom Chor. Und wir lassen dann ausklingen. Wenn ich gegen die Hand aufhebe, gebe ich den Satz noch wirklich singen und den Schlusston in den anderen Aushang. Danke. Wir hoffen, dass wir euch aufzeigen können, was der Kanton Solothurn alles drauf hat. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit und den Besuch hier bei uns in Neuendorf. Ganz typisch solothurnisch beenden wir den Unterhaltungsabend zusammen mit euch allen mit einem Tanz. Der Fulenbacher. Einstehen zum Tanzen könnt ihr, wenn ihr die Wand geht, hinten in der Halle 1. Bei dieser Gelegenheit möchte ich wirklich allen Mitwirkenden und allen, die irgendetwas gemacht haben für den heutigen Abend, ganz herzlich danken. Der Musik,
den Kameraleuten von Aarolf in den Lokalfernsehen, Beat Grubemann am Beamer, Peter von Marx, dem Hauswart für die Beleuchtung und alle die, die ich jetzt vergessen habe. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir den Abend so durchführen konnten. Nach dem Fulenbacher ist aber noch nicht Zeit, für ins Bett zu gehen. Unter der Leitung der Volkstanzkommission wird weiter getanzt und Hedi Kienast hat sicher auch noch Lieder auf Lager, die sie mit euch kann und tut singen. Wir wünschen euch noch viel Vergnügen beim heutigen Abend, für den Rest und dann später gute Nacht. Thank you.